Wo wird der Anspruch des Betriebsrats auf Ausstattung und Sachmittel eigentlich geregelt? Ja, das regelt § 40 Betriebsverfassungsgesetz. Ja, der legt nämlich fest, dass die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten vom Arbeitgeber getragen werden müssen. Im Absatz 2, der wird dann auch etwas konkreter, steht dann auch drin, um welche Sachmittel es sich handelt. So müssen dem Betriebsrat für die laufenden Geschäfte, für Sitzungen, Sprechstunden alle Sachmittel zur Verfügung gestellt werden in erforderlichem Umfang. Ja, was das im Einzelnen ist, darüber gibt es und gab es natürlich wahnsinnig viele Meinungsverschiedenheiten, so dass entsprechend einigermaßen viel Rechtsprechung dazu schon nachlesbar ist. Der Arbeitgeber muss ihnen natürlich auch Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Also sie brauchen ein Betriebsratsbüro, in dem sie ihre Sitzungen abhalten können. Oder wenn das zu klein ist für Sitzungen, dann auch Räumlichkeiten extra noch für ihre Sitzungen. Und was ganz wichtig ist, in dem Betriebsratsbüro muss auch ein abschließbarer Schrank sein, damit sie wichtige und sensible Unterlagen dort lagern können und keiner so einfach drankommt, wie zum Beispiel Beschlussprotokolle und sonstiges. Auch Fachliteratur, Gesetzestexte muss der Arbeitgeber ihnen zur Verfügung stellen, denn das ist auch erforderlich für ihre Betriebsratstätigkeit natürlich. Und darüber hinausgehende Kosten, wie möglicherweise Gutachterkosten, Rechtsanwaltkosten, auch das ist etwas, was unter den Paragraphen 40 zu subsumieren ist. Letztlich kann man das so umreißen, dass alles, was für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Betriebsratstätigkeit erforderlich ist, vom Arbeitgeber bezahlt werden muss. Natürlich kann man da im Einzelfall vorzüglich drüber streiten. Mein Name ist Fabian Baumgartner, ich bin Rechtsanwalt in München und auch Referent für das WRF und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen, vielleicht hier in diesem YouTube-Kanal, den Sie gerne abonnieren können.